Es soll uns gehen um Arbeitsrechtssituationen und ich lasse mal jemanden reden, der sich damit ganz gut auskennt, der nämlich in Dresden an der TU ist und der uns mal beschreibt, wie prekär denn die Beschäftigungsbedingungen aussehen, zum Beispiel für das, was man gemeinhin Mittelbau nennt. Wir haben es mit einer Situation zu tun, dass 90% der Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau befristet sind an den Universitäten. Das Argument dafür ist natürlich, dass man ja noch sich in der Ausbildung befindet und dass man ja irgendwann dann mal eine Professur erreicht. Aber es ist natürlich kein Zustand, dass dieses Ausbildungsverhältnis bis zu einem Alter von, sagen wir, mindestens 45 Jahren geht und man in der Zeit halt immer wieder über kurzbefristete Verträge angestellt wird. Und dazu kommt noch, dass die Universitäten auch aus einer Unterfinanzierung heraus auch noch sehr kreativ sind, andere Beschäftigungsverhältnisse zu finden. So gibt es halt selbst in der Verwaltung wissenschaftliche Assistenten, also wissenschaftliche Hilfskräfte, die ja noch viel schlechter bezahlt werden, einen geringeren Stundenumfang haben und noch viel unsicherer quasi angestellt sind. Und dazu zum Beispiel auch noch Lehraufträge, die vergeben werden, wo man dann, wenn man realistisch rechnet, teilweise auf einen Stundenlohn von, sagen wir, 3 Euro kommt. Wenn überhaupt, möchte man hinzufügen, das war ein Vertreter der TU Dresden, der in Dresden eine Initiative mitgegründet hat, mit unterstützt, die hier jetzt auch in den nächsten Minuten quasi zu Wort kommen soll. Das heißt im ganz Konkreten, wir sind zu dritt. Ich begrüße rechts neben mir Nico Elste, der ist Germanist. Ich glaube auch bei der GEW aktiv. Wird genickt, das muss man im Radio mitsagen. Und links neben mir ist Axel Rüdiger. Axel Rüdiger ist zum Beispiel Dozent bei politikwissenschaftlichen Seminaren am Institut. Und wenn ich jetzt aufzählen würde, was du alles in den letzten 15 Jahren gemacht hattest, hätte ich, glaube ich, die halbe Sendung schon voll. Der sich aber vor allem interessiert für eben jenes Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Und auch Axel Rüdiger hat, sagen wir mal, Sympathien für diese Initiative, die es vor allem in Dresden und in Berlin meines Wissens gibt. Proteste gibt es immer mehr aus meiner Sicht oder aus meiner Wahrnehmung an den Universitäten in den letzten Monaten und Jahren. Vielleicht das Bekannteste, es gibt derzeit einen Streik, einen zweiwöchigen von studentischen Hilfskräften in Berlin an den dortigen Universitäten. Das sind knapp 7000 Leute, die streiken derzeit. Es geht immer gegen prekäre Arbeitsbedingungen. Vielleicht aus eurem Alltag, wenn ich das große Wort prekäre Arbeitsbedingungen in den Raum werfe, unterfüttert das vielleicht mal mit euren eigenen Beispielen oder mit dem, was ihr so aus dem Alltag kennt. Stellen wir uns mal vor, ein Student, 18, kommt an die Uni und sieht euch vielleicht, weil ihr mal ein Seminar gebt. Der wird nicht so viel davon wissen, wie euer Arbeitsalltag aussieht. Erzählt dem mal euren Arbeitsalltag, Nico. Vielleicht muss ich dafür ganz kurz etwas zurückgehen. Also bis, sage ich mal, vor einem halben Jahr war die Situation so, dass ein Student, der bei uns frisch in ein Seminar kommt, in der Regel der am Grundschule studiert und dann die Fachwissenschaft Deutsch bekommt. Da hatten wir oder haben wir im Augenblick 800 Studierende im gesamten Studienbereich und für die Fachwissenschaft Deutsch, Teil der Germanistik, sind es 3,5 Mitarbeiter, die da tätig sind. Von diesen 3,5 sind 2 befristet. Und zwar als Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Befristet heißt, sie haben 3-Jahres-Verträge und wissen aber bis zum Ende dieser 3 Jahre in der Regel nicht oder nur vage, ob das weitergeht. Das merken die Studenten nicht, die Studierenden, sie kriegen es maximal dann mit, wenn sie fragen, ob sie Prüfungen machen können. Wir sagen, mussten bis jetzt, können wir nicht sagen, ob wir eure Prüfung machen können. Wir können nicht sagen, ob wir eure wissenschaftlichen Staatsexamensarbeiten begutachten können. Und wir können auch nicht sagen, ob wir die Hausarbeiten, die ihr jetzt abgibt, kontrollieren können. Ist nicht klar. Mal abgesehen davon, dass 3,5 Mitarbeiter für 800 Studierende sowieso nicht viel ist. Ja. Also das ist ein Bereich der Prekarisierung, dass wir immer weiter und immer mehr an der Universität, die zwar Forschung und Lehre sich in die Grundsätze schreibt, aber praktisch immer mehr Lehrkräfte für besondere Aufgaben einstellt, also die Lehre zentralisiert bei Lehrkräften. Das ist ein Bereich. Ein anderer Bereich, der da noch mit reinspielt, was der Studierende vielleicht auch nicht mitkriegt, dass er Tutorien bekommt. Diese Tutorien werden in der Regel von wissenschaftlichen Hilfskräften gemacht, die auch befristete Arbeitsverträge haben und unter dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz angestellt sind. Diese Zeit, die sie da für die Studierenden arbeiten, und dafür bekommen sie, glaube ich, so um die 12 Euro pro Stunde, was im Unterschied zu Berlin nicht tarifrechtlich geregelt ist. Ja, in Sachsen-Anhalt ist das anders, die Universität ist da frei, was das angeht, ob sie dem Tarif folgt oder nicht. Und sie folgt dem meistens etwas mit etwas Verzögerung. Nun kriegt er das auch nicht mit, dass dieser Student, der an dem Tutorium sitzt, vielleicht später, wenn er eine Promotionsstelle hat,
nicht weiter promovieren kann, weil die Zeit, die er jetzt hat, auf seine Zeit angerechnet bekommt. Weil man da ja nur 6 Jahre vor und 6 Jahre nach der Promotion befristet angestellt sein kann. Das kriegt er auch nicht mit und er bekommt nicht mit, dass er womöglich sogar bei einem Dozenten Unterricht hat, der einen Lehrauftrag hat, für den er, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viel, es ist nicht so viel. In der Regel sind das oft Pauschalbeträge. Das sind Pauschalbeträge. Ja, und das richtet sich manchmal nach den Lehrveranstaltungen. Genau, also die bekommen Pauschalbetrag, wo in der Regel Vor- und Nachbereitung nicht mit drin ist. Also ich habe ja schon oft Lehraufträge wahrgenommen, also das schwankt so um die 750 Euro quasi und das ist eben für ein Semester einschließlich, also Vorbereitung, Studienbetreuung, Prüfungsabnahme etc. Also an sich kriegt man nur die reine Kontaktzeit. Hast du schon mal Stundenlohn ausgerechnet für sowas? Lieber nicht. Ja, das sollte man nicht tun. Wie oft hast du in den letzten Jahren dich gefragt, warum tue ich das? Ja, das fragt man sich sozusagen, ja, aber ich bin ja schon eine ganze Weile im Geschäft und habe sozusagen wirklich einiges erlebt. Und es gibt ja den alten schönen Aufsatz von Max Weber von vor 100 Jahren, Wissenschaft als Beruf. Ja? Und er sagt, also nicht Beruf ist ja nicht dasselbe wie Betrieb. Also entweder man hat die Berufung und dann hat man eben ein gewisses Maß an Enthusiasmus und man liebt diese Sache und man bringt alles mit. Aber je weiter man hineingezogen wird und es nicht schafft, sozusagen entfristet zu werden, desto schwieriger ist das, wieder rauszukommen. Ja? Also ein bisschen ist das wie mit Drogenabhängigkeit. Man wird eben angefixt irgendwann und am Anfang ist es ja auch relativ leicht. Ja? Man muss bildungsbewusst sein, man muss offen sein, man muss neugierig sein und man muss keine großen Ansprüche stellen und dann ist das ja was Tolles, wie das Studium generell. Ja? Und dann wird man ganz schnell hineingezogen über einen bestimmten Dozent oder Dozentin. Der geht dann aber vielleicht irgendwann in Rente, man kriegt seinen Abschluss, also der ist dann weg quasi und dann muss man sich durchschlagen. Ja? Und das gelingt, wenn man klug ist, also mehr oder weniger gut, aber man wird immer älter und dann wird es immer schwieriger, was anderes zu finden, ja, und oder generell rauszuspringen, ja, und das hat was wie mit auf trockenen Entzug zu tun, sozusagen. Ja, ja, vielleicht auch, dass man sich nicht eingestehen will, dass man jetzt, 10, 20, vielleicht auch manchmal 25 Jahre einen Weg gegangen ist, der effektiv finanziell eher Armut bedeutet. Wenn das zu persönlich ist, beantworte es nicht, aber wie sieht das denn in den letzten Jahren bei dir aus? Weil wenn man da so abstrakt und klar diese Summe an, was man so für Semester bekommt, ist, das ist schon erschreckend niedrig. Aber was heißt das für dich konkret oder was hieß das für dich in den letzten Jahren konkret? Also ich habe ja über 20 Jahre auf dem Buckel quasi an der Universität. Also es gab gute und es gab schlechte Zeiten. Ja? Meine besten Zeiten waren, ich hatte eine C1 noch, also war eine Assistenz quasi, die ganz gut bezahlt war. Da war man also sogar Beamter auf Zeit für 6 Jahre. Dann, wenn man die Professur sozusagen den Sprung nicht schafft auf die Professur, dann ist man sozusagen auf Überlebensmodus sozusagen festgestellt. Aber das ist dann auch habituell bedingt sozusagen. Ja. Bei mir war das immer so, ich habe eigentlich studiert und mich als Student betrachtet und irgendwann macht man seinen Abschluss und dachte, okay, ich will eigentlich an der Uni bleiben, muss ich eben selber Seminare geben. Ne? Dann macht man eben Seminare, schreibt man eben eine Arbeit wie die Promotion. Irgendwann gründet man aber eine Familie, kriegt Kinder und da fangen dann die Probleme an, weil das muss ich ja irgendwie finanzieren. Ja? Wenn ich dann solche Schwankungen drin habe, ich habe mal 6 fette Jahre, da kann man ein bisschen was beiseite tun, aber dann wird es dann wirklich schon hart, muss man sagen. Ja? Und also so luxuriöse Vorstellungen, dass man also durch Berufstätigkeit an der Universität ein dickes Leben führen kann, das ist eine Illusion. Das sagt Axel Rüdiger, mit dem wir hier sprechen. Wir heißt, ich spreche mit ihm und Nico ist noch auch mit dabei, der ähnliche Erfahrungen vermutlich auch hat, wenn vielleicht noch nicht ganz so viele Jahre. Es gibt Wissen darum, man ist in einem System auch der Universität, wo viel auf Gegeneinander. Jeder möchte gern die Stelle haben. Wenn man eine Germanistikprofessur ausgerufen wird, dann sind das dann die 100 Leute und das heißt, noch mein bester Freund, auch der wird sich bewerben. Und es gibt ein Wissen darum, na eigentlich ist das irgendwie ziemlich bescheuert. Vieles daran ziemlich bescheuert. Nicht nur die Gelder, die man bekommt, sondern auch so ein Effizienzdenken, dass man irgendwelche Anträge in Permanenz stellen muss. Wie hast du denn da die letzten Jahre wahrgenommen, dass es so nicht nur ein Bewusstsein dafür gibt, sondern auch Möglichkeiten, ja nicht nur als Monade so für sich ein bisschen zu kritisieren nach dem dritten Bier, sondern auch tatsächlich zu sagen, lasst uns doch mal zusammen jetzt überlegen, wie wir gemeinsam
an dieser Situation was ändern? Was sind da deine Eindrücke der letzten Jahre, vielleicht bevor wir aufs Aktuelle vielleicht kommen? Was ich mitbekommen habe, ist, dass in den letzten Jahren, und das ist jetzt nicht einfach nur exemplarisch für unsere Universität in Halle, sondern glaube ich auch für viele, dass es ein stärkeres Bewusstsein gibt, dass man was verändern muss an den Verhältnissen, wie sie gerade im Mittelbau, aber auch bei den Promovierenden und auch bei den Studierenden zu verzeichnen sind, hinbekommen muss. Und die Kritik wurde lauter. Und es gibt ja mit dieser Mittelbauinitiative für gute Wissenschaft eine bundesweite sogar Vereinigung, die sich gegründet hat als Verein und auch für kleinere in den verschiedenen Universitäten. Und getrennt davon hat natürlich die Gewerkschaft Verdi und GEW auch einiges getan schon. Beispielsweise was die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes angeht, haben sie sehr viel versucht mit reinzubekommen. Und sie haben auch durch das Templiner Manifest eine Ansage gemacht, wie sie eigentlich die Universitätsstruktur verändert sehen wollen, damit das, was sie sich in ihre Grundfeste schreibt, nämlich eine Qualität an Forschung und Lehre weiterhin bieten zu können, und zwar für alle, dass das realisiert werden kann. Dieses Bewusstsein gibt es auf der einen Seite und auch es gibt die Stimmen, die immer stärker werden. Zum Beispiel gab es ja auch, wenn man das in der Vergangenheit sehen möchte, eine der größten Demonstrationen hier in Sachsen-Anhalt seit der Wiedervereinigung, und der Grund war ein Protest an der Universität aller Studierenden, auch zusammen mit dem Rektorat, lag daran, dass das Land halt 50 Millionen einsparen wollte und die Universitäten beschränken wollte. Da gab es mal auch ein praktisches Zusammenarbeiten. Seitdem aber nicht mehr. Ja, das muss man leider so sagen. Ganz nüchtern kann man ja sagen, es gibt eine fehlende Finanzierung, Ausfinanzierung, Sparprogramme, die immer mal beschlossen werden, die auf den Rücken nicht nur der Studierenden, sondern in dem Fall auch der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Arbeitenden, könnte man es auch nennen, abgewälzt werden. Und das heißt dann ganz konkret Einsparung im Personalbereich. Das heißt, dass man unbezahlte, schlecht bezahlte Lehraufträge vergibt. Studentischen Hilfskräfte haben wir angesprochen. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die studieren. Ich glaube, es ist fast 50% jetzt derer, die geboren werden, sind jetzt Richtung Universität unterwegs. Die Offensichtlichkeit, dass das auseinandergeht, ist ja, also es ist ja so offensichtlich. Und ich frage mich, warum nimmt es trotzdem den Weg? Habt ihr Erklärungen in den letzten Jahren dafür gefunden, dass es ja immer stärker eine Zuspitzung gibt, konkurriert um immer weniger Gelder und Exzellenzcluster und was nicht alles? Die Zahl der Studierenden wird größer, die Seminare werden teilweise vor 40 Leuten abgehalten. Und so richtig, Veränderung zu einem Positiven ist nicht in der Sicht. Was ist deine Erkenntnis der letzten Jahre? Warum? Eine einfache Frage. Ich denke, also dass die Universität natürlich als Teilelement sozusagen in der Gesellschaft sich befindet und auch keine Ausnahme macht. Ja? Also wir leben in einer Gesellschaft, die also sehr immer stärker sozusagen unter ökonomische, das heißt also marktförmigen Druck geraten ist, und die Universität wird als Institution letztendlich mehr oder weniger ähnlich behandelt wie andere Institutionen auch. Sie sollen nach dem Marktprinzip funktionieren, ja? Sie sollen möglichst billig sein, sie möglichst effizient sein, und man ist bereit, durchaus in die Technik zu investieren, aber gerade was die Personalkosten betrifft, sozusagen, sollen immer weiter eingeschränkt werden. Ja? Das Problem tritt nämlich in der Regel eben zuerst am härtesten eben im akademischen Mittelbau. Ja? Also alle, die eben keine Professoren und keine Studierenden sind, also alle Beschäftigten, ja? Also vom studentischen Beschäftigten über die Doktoranden, Privatdozenten, aber auch technische Mitarbeiter und Sekretärinnen quasi. Ja? Und es ist tatsächlich so, ich würde das auch so beschreiben, ja, also vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Studierenden immer weiter wächst, dass die Forschung und die Lehre immer komplexer werden, auch durch Digitalisierungsprozesse, dass es jetzt so weit kommt, dass man wirklich die Frage stellen muss, was soll aus dem Mittelbau werden? Hat er sozusagen als Instanz oder als Korporation sozusagen überhaupt eine Zukunft? In der Regel die Tendenz durch die befristeten Verträge gehen ja dahin, dass man den gesamten Mittelbau so behandelt, als wären alle Doktoranden. Ja, das ist das Argument, warum, wenn man sagt, wir fordern eine Entfristung von Stellen, sagt ihr, das ist ja völlig absurd, wir können ja nicht die Qualifikationsstellen quasi entfristen. Das ist ja das alte Prinzip. Aber in der Regel ist der Mittelbau eben mehr als nur sozusagen die Promoventen und die Habilitanten. Und das verschwindet, ja. Also das Rückgrat der Universität oder das Herz der Universität eigentlich wird immer
kleiner und wird immer enger befristet. Deswegen können sich auch keine Kontinuitäten aufbauen. Es kann nichts memoriert werden, was normalerweise noch der Fall also gewesen ist. Es wird nichts weitergegeben, sondern die Kreisläufe sozusagen. Meistens sind das eben die Kreisläufe der Doktoranden. Wir hatten uns vorhin noch unterhalten. Also in den 90er Jahren kenne ich noch 6-Jahres-Rhythmen auf BAT2A-Stellen, die voll bezahlt worden sind. Jetzt haben wir maximal 3 bis 4 Jahre auf halben bis Viertelstellen. Ja? Und die Fluktuationsrate wird auch immer schneller und da lässt sich einfach auch kein Wissen mehr, sozusagen schon gar nicht in dieser Komplexität, mit der wir heute umgehen, einfach langfristig aufbauen. Und das können die Professoren, die ja anteilmäßig eigentlich gar nicht so viele sind, sozusagen nicht kompensieren. Ja? Und das ist aus vieler Hinsicht, das ist ein persönliches Problem, das ist ein Problem für als Wissensorganisation im Allgemeinen. Aber ausgetragen wird das natürlich in den ganz konkreten Biografien der Mittelbauer und Mittelbauerinnen. Ja, konkrete Biografie. Wie oft hattest du 1-Jahresverträge in letzter Zeit? Oh, das hat sich eben jetzt in den letzten Jahren sehr gehäuft. Letztes Jahr war ich 1 Jahr arbeitslos und jetzt habe ich durch Glück ein Stipendium und einen Lehrauftrag. Ja? Ich muss mich jetzt aber selber versichern, sozial versichern quasi und hoffe, dass aus dem Stipendium ein Drittmittelprojekt sozusagen generiert werden kann. Ja? Und da bin ich schon ganz froh, dass ich dieses Stipendium habe. Man merkt auch so ein bisschen die Existenzängste, die da durchaus mitschwingen. Würdest du sagen, das ist eher ein Einzelfall oder? Das kommt, glaube ich, sehr stark auch auf die Fachrichtung an. Einen Gedanken würde ich gerne noch zu dem ersten sagen. Die Universitäten hätten mit immer weniger, der Sache nach stimmt das gar nicht. Sie haben tatsächlich mit mehr Geld zu tun, aber dieses Geld wird immer stärker leistungsorientiert vergeben. Das heißt, die Grundfinanzierung sinkt oder sank immer weiter. Wir haben seit den 90er Jahren, ich habe das mal nachgeguckt, haben sie, glaube ich, in den letzten 20 Jahren die Grundfinanzierung um 50 bis 70 Millionen Euro gekürzt, haben aber gleichzeitig immer mehr diese HSP-Hochschulpaktmittel, die ja auch befristet sind, eingeführt oder auch sogenannte Zielvereinbarungsmittel, die immer neu verhandelt werden mit der Universität vom Land, eingeführt, die, da weiß keiner, wie man die nennen soll, Drittmittel oder jetzt heißen sie Zweitmittel. Ja, weil man damit ja auch befristen muss. Also das hatte wieder rechtliche Befristungsprobleme, zieht das nach sich. Aber es gibt tatsächlich mehr Geld, aber dieses Geld wird nur zur Verfügung gestellt, wenn man Leistung abbringt und oder aber wenn es eine Funktion kurzfristig bedient, die das Land haben will, zum Beispiel in der Lehramtsausbildung. Die Universitäten, die viel Geld haben, die machen das und die gewinnen auch in diesen Exzellenzbereichen. Und die Universitäten, wie unter anderem übrigens auch Halle, die verlieren da eher. Also wir sind nicht exzellent. Wir haben zwar einen Exzellenzbereich, der ist aber nur vom Land finanziert und nennt sich Aufklärung. Aber das ist alles. Das ist schon was, aber gut. Und das Zweite, wie gesagt, das hängt, glaube ich, vom Fachbereich und von den Fächern ab. Gerade in den Naturwissenschaften ist das extrem. Also ich glaube, da findet das, was du gesagt hast, massiv statt. Kurzverträge, Forschungsprojekte mit Drittmitteln, die immer wieder neu beantragt werden müssen. Und zum Teil in den Geisteswissenschaften auch. Ja, dort findet man das auch. Und da gibt es Bereiche, die sind einfach lehrintensiv, wie in dem Bereich, in dem ich arbeite. Und in der Lehramtsausbildung muss man sagen, da gibt es das nicht. Also bei uns, wir haben keine Forschungsprojekte. Liegt aber daran, dass wir eigentlich sehr viele Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind. Prekäre Arbeitsbedingungen sind das, was hier gerade im Fokus steht. Wir nehmen den Campus-Festival-Tag zum Anlass, um ein bisschen über das zu reden, was in der Regel eher unter vorgehaltener Hand geredet wird. Oder zumindest, vielleicht kriege ich es auch noch nicht mit. Wir sind im Gespräch und es ist schon eine Initiative kurz benannt worden, die seit, ich glaube, 2017 existiert und mittlerweile in knapp 30 Städten Leute organisiert. Die Initiative hört auf den Namen Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Vielleicht auch ein Name, über den man reden und streiten kann. Aber eine Initiative, die versucht, Mittelbau, Unterbau zusammenzubringen und vielleicht auch ein paar ganz konkrete Forderungen zu stellen, damit eine Realität eine andere wird. Ulrike Stamm ist in Köln aktiv. Die ist, ich glaube, seit Jahren kurz davor, Professorin zu werden und eben doch nicht. Und die hält sich am Leben dadurch, dass sie Privatdozentin ist. Was das heißt in der Realität, das hören wir von ihr. Solange man in diesem Spiel gewissermaßen Bewerbungsspiel drin ist, macht man natürlich die Titellehre, um sich da präsent zu halten, um sich da auch zu zeigen, um auch seine Bereitschaft zur Lehre zu beweisen.
Das heißt, dann ist die Frage, wann hört man denn auf damit? Ne? Also man schreibt diese Habilitation mit sehr viel Arbeit, das ist sehr anstrengend, das muss durch die ganze Fakultät anerkannt werden als Qualifikationsarbeit. Wenn man das geschafft hat, hofft man natürlich, dass man vielleicht doch das Glück hat, eine Professur zu bekommen. Im Grunde weiß man ja, dass die Aussichten sehr schlecht sind. Und je länger man dabei ist, desto deutlicher wird das. Also die Zahlen sind zwischen 7 Habilitierte auf eine Professur oder 5 Habilitierte auf eine Professur. Das heißt, alle anderen bekommen keine Professur. Das weiß man, das realisiert man auch mit der Zeit. Und ich glaube, man merkt auch, dass bestimmte Voraussetzungen wie Netzwerke wichtig sind. Alter spielt eine Rolle, aber auch Zufall. Es ist nicht so, dass es wirklich immer nur an die Besten geht. Insofern ist es ein Spiel, vielleicht nenne ich es auch so, um es ein bisschen zu relativieren. Denn natürlich ist es ein belastende Vorgänge, immer wieder zu Bewerbungen, also vor allem zu Bewerbungsvorträgen zu fahren und die ganze Prozedur zu durchlaufen und dann die Stelle nicht zu bekommen, weil bei den Germanisten an die 100 Bewerber pro Stelle sind. Da ist natürlich die Aussicht von vornherein sehr schlecht. Da sagt Ulrike Stamm ja auch nochmal so eine persönliche Note, was denn das für die Biografien tatsächlich heißt, also was die Belastung, was auch Ängste heißt, was auch Abhängigkeiten heißt und was eben vielleicht auch so eine Illusion und Hoffnungslosigkeit bedeuten kann. Ulrike Stamm ist aber bei einem Netzwerk, um das es mir jetzt geht, nämlich beim Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Ich glaube 27 hatte ich vorhin mal herausgefunden. Initiativen gibt es gerade deutschlandweit, die sich da organisieren. In Halle ist es so ein bisschen in den Startlöchern und einer, der vielleicht das mit zu mehr macht als Stadtlöcher, ist neben mir Axel Rüdiger, der dieser Initiative zumindest sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Vielleicht können wir heute am Tag noch diese Initiative in Halle ausrufen, mal sehen. Wie läuft das denn ab? Ist das tatsächlich ein Hoffnungsschimmer aus deiner Sicht? Ja, auf alle Fälle. Ja, also wir sind quasi mittelbare Initiative in Gründung in Halle. Ich bin da auch sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Also sind zwar noch ein relativ kleiner Kreis, aber wenn wir ein bisschen sozusagen über einzelne Bereiche hinauskommen, wäre das ganz gut, wenn wir das auch in Halle schaffen würden. Die Initiative ging, glaube ich, in Leipzig los. Im Januar 2017 hatte sich eine Mittelbauinitiative in Leipzig gegründet. Dann kam relativ schnell Dresden und andere Städte hinzu. Und ich denke, das ist schon ein großer Erfolg, dass es eben gelungen ist, ein bundesweites Netzwerk mit Sitz in Berlin zu gründen, wo sich die verschiedenen Initiativen austauschen können und eben auch wirklich miteinander solidarisch verbinden können. Das ist was Neues. Es hat immer wieder Initiativen an einzelnen Universitäten von Doktoranden und Doktorandinnen gegeben, die aber relativ schnelllebig sind. Wir hatten ja darüber geredet, so eine Promotionsstelle ist schnell zu Ende und dann ist man weg, egal ob man aufgestiegen ist oder wie gesagt, wir haben ja eben gehört, eine von 100 oder auf der Strecke geblieben ist, dann löst sich das immer auf. Ja, es gab immer so kleine Initiativen, das hält dann für 2-3 Jahre, dann kandidiert man auch für den Senat. Ich war 2005, 2006 war ich sogar Senator. Und dann lösen sich die Initiativen aber auf, weil einfach die Fluktuationsrate so hoch ist und es bleibt nichts. Und es ist ein großer Erfolg, dass es jetzt gelungen ist, seit 2 Jahren eben ein bundesweites Netzwerk zu haben. Und es gelingt eben auch im zunehmenden Maße, Veranstaltungen zu organisieren. Und dieses Netzwerk hat es jetzt ausgerufen, es tatsächlich fertig zu bringen, dass den Mittelbau streikfähig quasi zu bekommen. Ja? Und das wäre ja wirklich ein Wunder, weil wir haben ja schon über die Struktur des Mittelbaus geredet. Der akademische Mittelbau ist wirklich das Paradigma dafür, was man sich unter Prekarität vorstellen kann. Ja? Also ein enormer Druck, eine enorme Unsicherheit und eine enorme Isolierung. Ja? Es gibt ja in diesem schönen Spruch, also Freiheit und Einsamkeit sind ja die klassischen Ideale der Wissenschaft. Ja? Und wie kann ich etwas solidarisch organisieren, was ich selbst sozusagen über die Idee oder die Ideologie der Freiheit und der Einsamkeit sozusagen eben definiert. Ja? Und die Mittelbauern, die sozusagen, die haben natürlich die wenigste Zeit, die müssen immer in ihrer Promotion sitzen, die müssen immer in ihren Netzwerken oder in ihren Seminaren arbeiten. Und dann kommt immer noch so eine Initiative, setzt sich doch für seine Rechte ein. Und dann sind ja alle ja Konkurrenten. Ja? Das hatten wir auch, jeder konkurriert mit jedem. Und das ist sozusagen also eine klassisch
man mag fast sagen, also proletarische oder prekarische Situation. Ja? Und wenn es da wirklich gelingt, eine Organisationsstruktur hineinzubringen, was eben in den Gewerkschaften und nach den Personalräten bis heute eben nicht so gelungen wäre, die eben genau diese konkreten Probleme auch des Mittelbaus artikulieren können und vielleicht sogar zur Gegenwehr und zur Gegenöffentlichkeit bis hin zum Streik etwas machen könnte, das wäre schon eine tolle Sache und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ja, dieses Phänomen kennt man ja auch, als die Fluktuation angeht. Alle 5, 6 Jahre gibt es mal einen großen Studierendenstreik und dann sind die dann auch wieder weg und dann kommen die neuen Studierenden. Also diese Fluktuation gibt es ja quasi nicht nur in dem Bereich, sondern auch, wenn mal Missstände angeprangert werden und dann ist das aber mein Studium vorbei und dann war es das auch mit der Beschäftigung. Was sind denn Forderungen, die aus deiner Sicht diese Initiative hat, die du sofort unterschreiben würdest, die dir ganz, ganz relevant erscheinen? Es gibt also 5 zentrale Forderungen, die ich alle auch mit unterschreibe. Und die erste Forderung ist eben die generelle, die Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Das heißt also diese Befristungen, die sozusagen definieren, was eine Qualifikationsstelle ist und wie lange die gefördert werden kann. Ja, die sind, in der Regel hat man 2x6 Jahre, also man hat insgesamt 12 Jahre bis zur Professur. Und die Realität sieht so aus, wer es eben in 12 Jahren nicht geschafft hat auf die Professur, der wird ausgestoßen quasi, ja, also bis hin, dass man also letztendlich nicht mehr in diesem Beruf arbeiten kann, ja, die Klausel, die einzige Klausel, die man hat, über die ich bisher auch immer gefahren bin, dass man über Drittmittelprojekte oder bis hin zu Stipendien dann quasi weiterleben kann, aber das ist nur dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das zwar nochmal neu novelliert worden ist, man hat ein bisschen rundherum gedoktert, also was zur Qualifikation gehört und was nicht. Es ist aber vor dieser existenziellen Problematik des Mittelbaus heute, das wir vorhin angedeutet haben, ein unzeitgemäßes Gesetz. Ja? Der Mittelbau lässt sich nicht sozusagen auf Promotion und Qualifikation reduzieren. Ja? Und insofern ist das die erste und eine der wichtigsten Forderungen. Die zweite Forderung ist die angemessene tarifliche Bezahlung für studentische Hilfskräfte, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als Regelfall für die Promotion und die regelhafte Entfristung für die Postdoktoranden. Die dritte Forderung ist die Abschaffung der Habilitation als Qualifikationsstufe. Das ist ein typisch deutsches Phänomen, dass man nach der Promotion noch einmal sozusagen den Nachweis seiner Qualifikation erbringen muss. Das ist historisch gewachsen. Wir halten das unter den gegebenen Bedingungen für ahistorisch und überholt. Früher ist das damit begründet worden, dass man dadurch seine venia legendi, das heißt also seine Lehrbefugnis, unter Beweis stellt. In der Regel aber die Realität sieht so aus, dass heute auch Promovierende den Großteil der Lehre sozusagen mitbestreiten. Ja? Insofern ist es eine unzeitgemäße Institution. Wir fordern viertens die angemessene Entlohnung von Lehraufträgen und von Titellehre. Da war eben auch schon mal die Rede davon. Und wir fordern die Abschaffung der Ordinarienuniversität. Das heißt, wir stellen die Professur sozusagen generell in Frage und fordern eine Demokratisierung der gesamten Universitätsstruktur in Anlehnung an Departements. Ja, das ist sehr weitreichend. Und als letzte, 6. Forderung wollen wir, dass vom Exzellenzbetrieb und von punktueller Forderung sozusagen abgegangen wird und dass dafür die Grundfinanzierung der Universität, und zwar in Kooperation von Bund und Ländern sozusagen gemeinsam wahrgenommen wird. Ja, also das sind unsere 6 Maximalforderungen. Soweit ich mich entsinne, sind das zu 80-90% ähnliche Forderungen, wie sie auch die Gewerkschaft GEW in ihrem Templiner Manifest und dem Herrscherkodex fordert. Also gerade die Auflösung der Ordinarius-Strukturen in der Universität hin zu Departements und die Lösung der Abhängigkeiten der Mitarbeiter von den Lehrstühlen, was nämlich ein sehr großes Erpressungspotenzial auch hat, ob indirekt oder direkt, meistens nicht direkt. Also man will nicht sagen, dass alle Professoren ihre Mitarbeiter erpressen, aber durchaus gibt es da eine strukturelle Abhängigkeit, die dafür sorgt, dass man implizit immer eher das tut, was die Stelle bedarf und eher mehr arbeitet, weil man natürlich, was die weitere Anstellung angeht, auf das Veto der Professur angewiesen ist. Das ist einfach so. Ja. Egal, ob der Professor oder die Professorin das wollen oder nicht. Und wenn man das aufheben könnte, dann würde man auch eine gewisse Konkurrenzlage innerhalb von Instituten und Fakultäten
aufheben, sodass die mehr gezwungen sind, miteinander zu arbeiten, anstatt gegeneinander, was natürlich auch häufig passiert bei verschiedenen Persönlichkeiten innerhalb der Professur. Dazu muss man ja auch noch wissen, dass die Universität eigentlich historisch eine genossenschaftliche Einrichtung ist. Ja, also die klassische, ursprüngliche europäische Universität ist eine Genossenschaft. Interessant ist ja, dass als Grundlage für die Bologna-Reform man sich immer auf diese historischen Wurzeln beruft und die alten Namen wie in Bologna in den Vordergrund rückt. Und die Professur ist ja eigentlich sozusagen noch gar nicht, also gemessen an dem Alter der Universität, so eine alte Institution. Ja? Die Professur sozusagen ist eigentlich das Ergebnis der Verstaatlichung der Universität, dass der Staat bestimmte Privatdozenten, die ja dieselbe Qualifikation haben, dafür bezahlt und verbeamtet hat, dass sie eine bestimmte Berufsausbildung machen. Und das war das Einfallstor sozusagen, um die Universität quasi zu entsolidarisieren sozusagen und zu teilen. Ja? Was wir jetzt haben, die deutsche Ordinarienuniversität ist eben das schöne Abbild oder das monströse Abbild, würde ich eher sagen, dieser Entwicklung, ist, dass man eine Diktatur sozusagen der Professoren hat, die in allen Universitätsgremien also eine Sperrmajorität haben. Und wir haben eben gehört, Frau Stamm sozusagen als Privatdozentin, die natürlich als Privatdozentin eine ganz normale, qualifizierte, hochqualifizierte Mitglied der Universität ist, die wirklich sozusagen also auf einen Abstellgleis quasi eben gestellt werden. Ja? Also die müssen sich da im Jobcenter dafür rechtfertigen, warum sie sozusagen nur Privatdozent sind und nichts Ordentliches anderes sozusagen vorweisen kann, was sie machen kann. Ja? Also insofern ist diese Forderung eine Rückwendung eigentlich zur alten Universitätsidee, die eben in der heutigen Zeit, wir leben in der Universität, also eine Mischung, ein Monstrum sozusagen aus einer neoliberal marktwirtschaftlichen Institution und einer feudalen Abhängigkeitsstruktur. Und insofern ist es die Universität ein Emblem sozusagen der aktuellen missratenen Zustände der Zeit. Ich frage mich gerade, inwieweit das eher auch nochmal ein deutsches Phänomen ist, weil zumindest aus meiner Kenntnis läuft das in, also was diese Abhängigkeit zum Beispiel von Professoren angeht, in skandinavischen Ländern, auch in den USA, Kanada, ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie habt ihr da Erfahrungen? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es denn überhaupt, dass man sich dagegen sperrt? Also die angelsächsische, also in Skandinavien kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber die angelsächsische Universität ist anders, also weil sie sozusagen so eine Privatinstitution letztendlich geblieben ist. Die ist nicht in dem Maße verstaatlicht, wie das im deutschen und im französischen Fall geschehen ist. Ja? Die deutsche Universität mit der Ordinarienuniversität ist wirklich nochmal ein besonderer Fall. Ja? Die jetzt unter den Bedingungen dieser Arbeitsmarktreform und dieser neoliberalen Gesamtpolitik, die man in der gesamten Gesellschaft anfängt, aber insbesondere eben völlig dysfunktional wird. Ja? Also ich hatte ja vorhin schon mal Max Weber erwähnt, wenn man liest, also Wissenschaft als Beruf, das ist ein Text von 1917, glaube ich, da gibt es schon also genau diese ähnlichen oligarchischen Strukturen, die er sozusagen als Ordinariat beschreibt, sozusagen. Ne? Aber die sind natürlich unter diesen knappen Bedingungen, die wir heute haben und natürlich durch den viel größeren Durchlauf von Studierenden sozusagen natürlich extrem zugespitzt quasi. Ja? Und es ist eine Institution, die ist nicht haltbar und die Bologna-Reformen sind sozusagen, also man hat versucht, Sachen miteinander zu verbinden, ohne das konsequent zu Ende zu denken. Ja, man hat ja ein bisschen versucht, also angelsächsische Modelle hineinzunehmen, aber man traut sich natürlich oder hat sich nicht getraut, also die Ordinarienuniversität als solche in Frage zu stellen. Ja. Aber genau vor diesem Problem stehen wir heute und die Probleme werden nicht kleiner werden und es ist eine überholte Struktur. Ja. Also insofern ist dieser Impuls, den wir als Mittelbauinitiative geben, sozusagen eine höchst notwendige, wie ich finde, Sache. Du hast auch eben gesagt, dass man streikfähig wird. Ich glaube, es gibt so ein Bild und vielleicht stimmt das aber auch gar nicht, dass so ist, dass zumindest in Deutschland ein Wissenschaftssystem am Start ist, was streikunfähig ist. Nico, bin ich da zu pessimistisch? Das kommt jetzt wieder drauf an, wer wofür streikt.
Also wie gesagt, dieser letzte große Streik, der vor 2 Jahren war, das hat gezeigt, dass die Universität streikfähig sein kann, wenn es um die Gesamtuniversität geht. Also wenn es um den Bestand gesamter Fakultäten oder Einrichtungen geht, wenn es darum geht, ob die Forschung überhaupt noch aufrechterhalten werden kann, dann finden sich auch auf einmal Interessen zusammen, die sonst eher wahrscheinlich sehr disparat sind. Wenn es jetzt direkt um den Mittelbau geht, gerade da würde ich sagen, gibt es Unfähigkeit, ist zu viel gesagt. Ich glaube nicht, dass es eine Eigenschaft dieser Institution ist, sondern eher die Verunmöglichung, muss man sagen. Ja, es wird sukzessive verunmöglicht, dass es dort sowas wie eine große Macht gibt, die auf die Straße gehen kann. Das liegt einfach ganz, ganz knallhart daran, dass durch den Bologna-Prozess und durch die Exzellenzinitiative des Bundes die Vereinzelung, die Isolierung dieser einzelnen Kämpfer dort so stark vorangetrieben wird, dass sie sich gar nicht zusammenfinden. Und die Reaktion davon ist ja diese Mittelbauinitiative. Das ist ja sowas wie, wenn man mal klassisch zurückschaut, das ist im Grunde genommen das, was in den Anfang des 20. Jahrhunderts die Arbeiterbewegung, ja, wo sie auch mitbekommen haben, die Vereinzelung ist so stark, allein können sie nichts machen, sie haben nichts in der Hand, also müssen sie sich zusammentun, damit sie überhaupt etwas, eine Gegenmacht darstellen können. Und die Macht, die sie haben, ist allein ihre Funktion für die andere Seite. Und letztlich ist das im Mittelbau auch ein Punkt, der sukzessive verloren geht. Denn der Mittelbau als ein struktureller Bestandteil der Universität geht ja ein Stück weit verloren, weil die Befristungsverhältnisse bei 90% ja gar nicht zu einer dauerhaften Streikfähigkeit führen, weil die Personen ja andauernd ausgetauscht werden. Also wenn es da, man braucht da eine tragende Struktur, die über Personen hinausgeht. Und das ist schon eine Schwierigkeit, die wahrscheinlich gerade durch diese bundesweite Vernetzung versucht, dem zu entgehen. Aber allein für eine kleine Universität wie Uni Halle zum Beispiel, mittelgroße Universität, allein funktioniert es nicht. Denke ich, dass das nicht geht. Auch die Gewerkschaft hat das schon probiert und es funktioniert nicht besonders gut. In Berlin sind gerade die studentischen Hilfskräfte am Streiken und alle Hochschulen in Berlin, also auch da miteinander, das ist dann schon eine ganz andere Zahl. Ich glaube, das sind 8000, die da zum Streik aufgerufen werden, unter anderem auch von der GEW und von Verdi. Und von der GEW ist Tom Erdmann, der mal kurz was erzählt über diesen Streik und warum man sich dazu entschlossen hat. Klassisch sind ja der Entzug von Arbeitsleistung das einzige Mittel, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben können, um Druck auf die Arbeitgeber zu erzeugen. Wir haben uns lange sehr schwer getan, diese Streiks so auszuweiten. Wir haben mit einem eintägigen Warnstreik angefangen, dann sind es auf 2 und dann auf 3 Tage gestiegen. Es muss immer eine Eskalationsstufe geben. Das ist jetzt schon das Maximale, was wir aktuell leisten können. Ein 2-wöchiger Warnstreik. Wir hoffen, dass die Arbeitgeber hier einknicken. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, jetzt hier 2 Wochen am Stück zu streiken. Aber wenn die Arbeitgeber sich so auf die Hinterbeine stellen und sich weigern, auch nur über eine Anbindung an die Lohnentwicklung der anderen Hochschulbeschäftigten auch nur zu diskutieren und unser Angebot abgelehnt wurde mit der Begründung, es ist nicht verhandelbar, das ist alles, was an Begründung kam, dann ist das natürlich ein Affront, was auch die studentischen Beschäftigten, also unsere Mitglieder auf die Straße treibt. Diese regelrechte Frechheit der Hochschulleitung wollen wir uns nicht weiter dulden lassen. Tom Erdmann, der bei der GEW, ich glaube auch im Vorstand und so weiter, sitzt über das, was gerade in Berlin passiert, der Streik der studentischen Hilfskräfte, aber irgendwie auch wissenschaftlichen Hilfskräfte. Ganz oft bei solchen Streiks, eigentlich in allen Bereichen, steht ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass es nur ums eigene Geld geht. Das ist schon mal viel, da freut man sich. Aber da bleibt es dann auch ganz oft stehen. Also dass es eine Gefahr gibt, dass solche Streiks darauf hinauskommen, dass man selbst seine eigene Arbeitskraft teuer verkaufen will. Klar, weil man nicht arm und weil man nicht vereinsamen möchte. Aber so eine Perspektive über die Gehaltserhöhung hinaus hat es schwer. Der Grund eines Streiks, überhaupt der Grund dafür, dass viele Leute sich zusammentun, ist in der Regel eine persönliche Betroffenheit einer Sache, die einen jetzt stört. Etwas, was einen stört, was so Prinzipielles ist, wie beispielsweise die Abhängigkeit von Lehrstühlen und hätte gern Departements. Da merkt man richtig, das ist eine ganz andere Forderung, das hat eine ganz andere politische Reichweite und das erzeugt auch eine ganz andere Betroffenheit. Denn die Frage, ob man selber was davon hat,
die ist ja gar nicht gegeben, dass das der Fall ist. Ja. Das heißt, dass solche Streiks, gerade wie in Berlin, die sind natürlich aus einem Ungerechtigkeitsempfinden heraus entstanden, was eine sachliche Grundlage darin hat, dass die einfach nicht anständig bezahlt werden, angebunden an diesen Tarif der Mitarbeiter, obwohl sie in dem Tarifverbund sind, was ja eigentlich gar nicht geht. Und genau das bringt sie auf die Straße zurecht und das bringt sie zusammen mit anderen, nämlich auch mit ihren Chefs auf die Straße, also auch den Dozierenden und Dozenten. Und die Hochschulleitung stellt sich halt quer. Wenn es sowas gibt, dann ist das möglich. Für sowas Allgemeines, sowas Prinzipielles, so etwas, was in Zukunft erst erreicht werden müsste, wie die Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes oder die Einführung der Departements oder die gerechte Bezahlung für vielleicht Leute erst in Zukunft, ja, dafür findet man in der Regel nicht so viele Befürworter. Weil die Leute die allererste Frage erstmal stellen, zu Recht und gleichzeitig zu Unrecht, was geht's mich an? Und auf der anderen Seite muss man sagen, zu Unrecht, ja, das haben die vor euch auch schon gesagt und deswegen geht es dir so schlecht. Also man muss an der Stelle, wenn man das erreichen will, braucht man einen Haufen Leute, die eine andere Perspektive einnehmen. Und die andere Perspektive heißt, auch wenn es für mich nichts taugt, dann taugt es aber prinzipiell und auf jeden Fall in Zukunft für alle anderen nach mir. Das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht nur im Universitätsmittelbaubetrieb anzufinden ist, sondern eigentlich bei jedem Form von Streik und der Möglichkeit der Solidarisierung. Das sieht in der Regel nicht ganz so gut aus, vorsichtig formuliert. Was wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt haben, ist auch die Rolle der Universitäten, die ja vielleicht auch profitiert von diesem ganzen System. Also sprich, umso mehr Postdocs es gibt, umso mehr Doktoranden, umso besser werden sie auch die Universitäten ja bezahlt. Also dafür kriegen sie ja auch Geld und damit sich das, also da gibt es ein größeres Konkurrenzverhältnis. Umso mehr Nachwuchskräfte gewinnen werden können für eine Uni, tatsächlich ganz simpel, umso mehr Geld bekommt man zum Beispiel vom Land. Hast du sowas mitbekommen, dass auf einer höheren Ebene, also vielleicht auch auf einer Ebene über dem Mittelbau, irgendein Impuls von Kritik an solchen Zuständen formuliert wird oder gibt es da gar kein Miteinander? Weil das Nico gerade erwähnte, dass dann eben auch die Dozenten mit einer, mit den studentischen Hilfskräften sind. Aber gibt es auf einer, sagen wir mal, Professorenebene, hast du das in den letzten Jahren mitbekommen, irgendetwas, wo man sagen, wo es ein gemeinsames Ziel auch geben könnte? Vor 10 Jahren war ich Senator hier in Halle gewesen und damals stand das auch zur Debatte. Da gab's, war gerade die Zielvereinbarung, die neu ausgehandelt werden sollte unter dem damaligen Rektor. Und die Argumente des damaligen Rektors, die im Senat von den Professoren, von der Professorenmehrheit geteilt wurde, war damals, ja, die Mittel werden gekürzt, aber wir können uns gegen die Zielvereinbarung, die von der Regierung oder vom Ministerium vorgeschrieben war, nicht verweigern. Der Gedanke war nicht denkbar gewesen. Und dann war die Aussage des Rektors damals gewesen, ja, na dann, weil das Geld reicht dann nur noch dafür. Also damals hatte Halle 20.000 Studierende ungefähr. Das war so 2008. Und dann hat die gesagt, dann fahren wir mit neuen Geldern der Zielvereinbarung. Die haben einen gewissen Einspareffekt. Und das heißt, wir fahren dann unsere Studierendenzahl auf 12.000 runter. Das war das Argument vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren ungefähr, wo ich dabei war. Und ich dachte, na toll, sozusagen, das kann ja nicht ernsthaft sein. Aber das war die Position damals. Also wir mittelbar, wir haben gesagt, ja, man könnte ja auch einen Streik machen. Ja? Oder wir könnte die Universität ist als Institution, juristisch ist ja die Freiheit von Forschung und Lehre garantiert. Also sowohl im Grundgesetz als auch in allen Landesgesetzen quasi. Ne? Die Frage ist nur, was das wirklich konkret bedeutet. Ja? Freiheit von Forschung und Lehre, ich als Historiker oder als Politikwissenschaftler, Freiheit ist eigentlich die Freiheit von Berufsausbildung. Aber das Bewusstsein in der Professorenschaft, und deswegen ist es auch eigentlich nicht schade um die Professoren und die ordinarien Universität, ist nicht mehr vorhanden. Also was eigentlich eine Universität bedeutet und was die Autonomierechte von Universität eigentlich wirklich darstellen. Und damals war das so, mir blieb eigentlich die Kinnlade, ist mir runtergegangen, ich sagte, na dann fahren die eben wieder von 20.000 auf 12.000 runter. Und das wäre auch so gekommen. Nur dann hat das Ministerium 2 Jahre später ein neues Gesetz erlassen und das war ja schon erwähnt. Da ist das neue Geldverteilungsschlüssel danach gerichtet worden. Wer nimmt die meisten Studierenden auf? Und was ist passiert? Es ist ein Wettlauf zwischen allen Universitäten und Hochschulen in Sachsen-Anhalt eingetreten. Wer die meisten Studierenden kriegt, kriegt auch das meiste Geld. Und damit hat sich alles wieder umgedreht. Und es hat einen Wettlauf
nach Studierenden angefangen, der aber natürlich die Personalstruktur nicht kompensiert hat. Ja? Also man kriegt Sondergelder dafür, dass man zwar insgesamt weniger kriegt, aber wenn man dann doch das Betreuungsverhältnis verschlechtert, also was halt auf Deutsch heißt, ich nehme mehr Studierende auf, dann kriegen wir wieder extra Gelder, die zeitlich gemessen sind. Und das ist wie im Rattenexperiment sozusagen. Ich gebe ihm etwas zu fressen und dann rennen sie alle hin und dann greifen sie zu. Und wenn das die Wissenschaftspolitik der letzten 10, 20 Jahre gewesen ist, dann weiß ich auch nicht sozusagen, wie man rational darüber reden soll.